Hallo alle zusammen, willkommen zu einem What I Eat in a Day. Heute ist Sonntag, das heißt also, heute gehen wir nicht auf Arbeit. Tatsächlich ist es trotzdem so, dass ich auch am Wochenende oft diese Muffins esse, die ich ja schon in meinen letzten Videos immer mal wieder erwähnt habe. Aber heute habe ich das mal nicht gemacht. Wir waren gestern auf dem Adventsbasar in der Waldorfschule in Leipzig und da gibt es auch immer Essen. Es gab dort einen Möhrensalat mit Rosinen und Orangen oder Mandarinen oder sowas. Und der hat mich so inspiriert, den habe ich heute zu Hause nachgemacht. Also das gab es auf jeden Fall zum Frühstück schon mal, einen Teller. Dann hatte ich Bock auch noch auf was Kohlenhydratreicheres oder auf Buchweizen, sag ich mal. Ich hatte noch gekochten Buchweizen von gestern und den esse ich super gerne einfach mit einem Schluck Milch, also wie Cereal, wie einfach Müsli zum Beispiel. Da könnte man alles Mögliche reinmachen, was halt auch in einem Müsli drin ist. Also könnte man auch Nüsse und Trockenfrüchte oder sowas reinmachen. Oder Kakaopulver, was auch immer, wonach einem halt gerade ist. Aber ich liebe das. Also ich esse Buchweizen gerne auf diese Art und Weise. Und es ist natürlich glutenfrei. Also alle Kids, die empfindlich auf Gluten sind und deshalb kein Hafer oder kein, was weiß ich was alles, Weizen essen können, checkt Buchweizen aus. Ich weiß, es heißt zwar Weizen, aber es ist kein Weizen. Ja, und zum Mittag hatte ich jetzt nochmal so einen Teller mit dem Karottensalat. Ist echt nice. Ich muss sagen, ich habe echt Schwierigkeiten, so im Alltag viel Gemüse zu essen. Es scheint vielleicht nicht immer so in meinen Videos, aber oftmals esse ich dann halt von morgens bis nachmittags diese Muffins. Ich weiß, da ist jetzt auch Süßkartoffel drin. Aber ansonsten ist da nicht wirklich viel Gemüse drin, wisst ihr? Und abends esse ich halt auch manchmal nicht die größte Portion Gemüse, ehrlich gesagt. Wir werden sehen, was der Tag sonst noch so bereithält für uns. Ich gehe jetzt erstmal raus. Mir ist aufgefallen, dass ich in meinen What I Eats überhaupt nicht zeige oder sage, wie viel Sport ich eigentlich mache. Und das ist eigentlich auch total wichtig, wenn es um Ernährung geht, weil Leute, die jeden Tag sehr viel Sport machen, natürlich sehr viel mehr essen sollten oder vielleicht auch andere Sachen essen sollten. Je nachdem, was halt ihr Ziel ist, ob sie zum Beispiel Fett verbrennen wollen oder ob sie Muskeln aufbauen wollen. Also dachte ich, werde ich euch in Zukunft immer mal ein kleines Update oder zumindest ein, was ich heute sportlich gemacht habe, Part einbauen. Jedenfalls heute werde ich noch spazieren gehen. Okay, ich glaube, das mache ich mal gleich, bevor es dunkel wird. So Leute, ich bin zurück. Ich war 1,5 Stunden spazieren und mir ist ein bisschen kalt. Ich habe mir jetzt einen Tee gemacht. Und ich chille mich jetzt hin und heute Abend gehen Seth und ich essen um 6. Ich muss sagen, wenn ich draußen war und spazieren war dann, oder überhaupt nach Hause komme, dann esse ich eigentlich immer was. Und es fällt mir jetzt gerade unglaublich schwer, diesem Drang nicht nachzugeben, sondern meinen Hunger aufzuheben. Ihr wisst gar nicht, wie oft wir schon essen waren und ich habe vorher was gegessen und hatte dann keinen Hunger im Restaurant. Und das tut mir einfach so mega leid. Vor allen Dingen, also es ist ja okay, wenn man dann ein kleines Gericht bestellt, zahlt man halt weniger im Restaurant, ist ja auch okay. Es hat ja auch seine Vorteile. Aber wenn man zum Beispiel zu einem Buffet geht, ist das richtig sch**. An Seths Geburtstag, es tut mir immer noch leid, an Seths Geburtstag waren wir in Barcelona und wir waren halt auch unterwegs den ganzen Nachmittag oder den ganzen, ja, vormittags bis nachmittags, sind dann nach Hause gekommen, wollten uns eigentlich nur ausruhen. Ich gehe natürlich direkt in die Küche und mache mir erstmal eine große Portion, was auch immer, was ich da gegessen habe. Und dann später, als wir essen gegangen sind, zu einem Buffet, hatte ich natürlich keinen Hunger mehr. Mir war so pappsatt, fast schlecht schon. Das tat mir so mega leid. Seth hatte Geburtstag. Und ich saß da mit meinem leeren Teller und habe nur in die Sachen reingepiekt, weil ich so null Hunger hatte. Ich glaube, ich esse dann auch schnell zu viel und das sättigt dann halt nach. Weil der Körper braucht halt auch eine Zeit, um mitzukriegen, dass er jetzt genug zu essen im Bauch hat. Und wenn man dann halt zu schnell isst, ist man dann so nachgesättigt noch eine ganze Weile. Ja, jedenfalls versuche ich das heute zu umgehen. Und ich wünschte, ich könnte euch die Mega-Tipps geben, wie man Heißhungerattacken abwimmelt. Aber ich gebe da meistens nach und deshalb habe ich auch solche kleinen Speckbäckchen. Heute jedenfalls habe ich Tee getrunken. Und ich glaube, es ist auch eine super Idee, jemanden anzurufen, also sich irgendwie abzulenken. Videos machen hilft mir auf jeden Fall überhaupt nicht, weil beim Video machen möchte ich am liebsten immer was Kleines nebenbei snacken. Also man muss echt gucken, was man macht. Ja, aber ablenken kann ich euch nur empfehlen, irgendwie jemanden anrufen. Sowieso immer die beste Methode, wenn man irgendwie versucht, aus so einer Art Sucht rauszukommen. Was ja Essen auch sein kann oder solche Fressattacken, sage ich mal.
Okay, wir sehen uns dann also gleich im Restaurant. Ich halte es durch, verspreche. Oh Leute, wir sind jetzt hier im Restaurant und guckt euch diese Karte an. Es gibt tolle Sachen. Es gibt tolle Sachen. Hier sind ein paar Bilder, falls das euch besser stimuliert. Das sieht super gut aus. Aber ich glaube, ich nehme Riesengarnelen. Vielleicht gibt es dieses Curry auch ohne Milch. Das wäre nämlich toll. Sie hat sich einfach mega viel bestellt und deshalb ja, kommt das jetzt in Schüben, nehme ich mal an. Das hier ist so eine Miso-Suppe und das hier sind Sommerrollen, also mit Salat und so weiter. Und krass, guck mal, wie dünn diese Blätter sind, mit denen das gerollt ist. Bin schon mega gespannt. Darf ich davon eine essen, Sevi? Mhm. Ist die Suppe gut? Mhm. Cool. Jetzt habe ich schon abgebissen und gar nicht gefilmt. Sorry, Leute. Toll, wie Salat im Wrap. Geil. Ist da Tofu drin? Ja, guten Tag. Achso. Darf ich das jetzt nicht weiter essen? Ja, es gibt so eine scharfe Soße. Nicht scharf dazu und die ist echt gut. Also halt asiatisch. Leute, mein Essen ist da und es sieht super aus. Es sind irgendwie Reisnudeln und Garnelen. Hier ist ein bisschen Salat und Kräuter und Sprossen. Was hast du eigentlich? Ist das ein Tofu Curry? Und Erdnusssoße. Achso, sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und ich habe mir noch eine Mango-Schorle bestellt. Yeah, ja. Yummy. Ich wette, es ist lecker, so wie es aussieht. Hallo Leute, wir sind schon wieder eine Weile zu Hause und ich wollte mich eigentlich nur noch bei euch verabschieden. Ich habe meinen Nudelauflauf da fast ganz aufgegessen und er hat super geschmeckt. Also ich kann das Restaurant wirklich empfehlen, das ist toll. Also falls ihr mal in Leipzig seid, das Saigon ist toll. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere What I Eats oder andere Videos. Ich mache gerne Vlogs. Ihr könnt euch gerne mal auf meinem Kanal umschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Gut, bis bald. Ciao.